dieses abgestimmte Risiko- und Belastungsartenkonzept ja ursprünglich entstanden bereits durch verschiedene Aktivitäten der sogenannten Trägerlandschaft. Das sind bei uns jetzt in diesem Zusammenhang Bund, Länder und Unfallversicherungsträger. Und auf jeden Fall, die alle haben sich jetzt zusammengesetzt in den letzten 2 Jahren und das Thema physische Belastungen, insbesondere jetzt für Klein- und Kleinstbetriebe, nochmal neu gedacht und neu strukturiert. Und daraus herausgekommen ist das Risiko- und Belastungsartenkonzept. Und ich bin da nur marginal beteiligt. Das sind natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die es erarbeitet haben. Aber ich darf das heute vorstellen. Und worum geht's? Wir haben hier zunächst, also ich bin auch heute sehr schlicht unterwegs. Es ist ja kurz vorm Feierabend und vorm Wochenende, dem längeren. Wir schauen nur kurz in die Risiken hinein. Was ist da eigentlich neu? Und ich wage noch einen kleinen Ausblick in die kommenden Jahre, muss ich an der Stelle sagen, was da noch zur Entwicklung zu erwarten ist. Also kurz, warum beschäftigen wir uns immer noch mit dem Thema? Hier in einem Blick nach Potsdam, da war ich neulich und da gibt es dieses wunderbare Schloss Sanssouci, das heißt ja so viel wie ohne Sorge, aber man kann auch das frei übersetzen in ohne Last. Und ohne Last bedeutet an der Stelle, dass viele Kolleginnen und Kollegen jetzt einfach keine Muskel-Skelett-Belastung mehr haben, aber unten sehen Sie auch zwei Karyatiden und Atlanten, die denn die Last der Welt tragen. Und auch hier müssen wir schauen, in den letzten Jahren gibt es zwar Menschen, die weniger körperlich belastend arbeiten, aber es gibt auch Leute, die vielleicht vermehrt sogar körperlich belastend arbeiten. Und deswegen ist es noch relevant. Also das heißt, wir haben verschiedene Berufsgruppen, in denen immer noch oder verstärkt Belastungsmuskel-Skelettbelastungen des muskel-skeletalen Systems entstehen. Und das sind teilweise halt insbesondere zum Beispiel Paketversender oder aber auch Logistikvertrieb, auch selbst in Bereichen, wo man es kaum erwarten kann, zum Beispiel hier in der Labortechnik, gibt es Muskel-Skelettbelastungen. Wie sehen die aus? Und eigentlich könnte ich mit der Frage der Belastungsarten eigentlich schon fast den Vortrag enden, aber das ist das Wesentliche. Wir haben hier, und die einen oder anderen kennen das, drei Belastungsarten schon mal skizziert und die sind schon bereits verankert gewesen in den Leitmerkmalmethoden, wie sie von der BOA schon, ich glaube, jetzt seit bestimmt 12, 15 Jahren auf dem Markt sind. Und das ist zum einen das manuelle Heben und Tragen und Halten, das Schieben und Ziehen und die manuellen Arbeitsprozesse, die Sie jetzt hier nochmal grafisch dargestellt haben. Was ist neu? Das ist allerdings jetzt, sagen wir mal, unter den Leitmerkmalmethoden noch nicht so neu. Das sind die Körperzwangshaltung, die Ganzkörperkräfte, die Körperfortbewegung. Das ist jetzt neu definiert worden und der Kern ist, dass diese sechs Begriffe für die Beurteilung von Belastung von physischen Belastungen jetzt so eine Art Koordinatensystem bilden. Ergänzend wurde ein bisschen noch die Ganzkörpervibration und die Hand-Arm-Vibration dazu genommen. Die gehören zu einem anderen Formenkreis der Belastungen, aber wurden, weil sie quasi im Outcome ähnlich sind, einfach dazu genommen. Also diese 6 plus 2, wie ich es immer nenne, das ist das Koordinatensystem, über das wir uns unterhalten, wenn wir über muskuloskeletale Belastungen sprechen, über physische Belastungen. Und das, was jetzt passiert ist, ist, dass alle, die darüber sprechen in der Bundesrepublik Deutschland, über das Gleiche sprechen. Das klingt jetzt vielleicht trivial, ist aber wesentlich. Und das Ganze hat Auswirkungen in verschiedenen Bereichen und insbesondere denn für Sie relevante Bereiche wie beispielsweise die AMR, also die arbeitsmedizinische Regel 13.2, wo sich das denn verortet. Ja? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass alle quasi auch davon wissen, dass wir ein abgestimmtes Konzept haben und dass diese Begriffe jetzt nun auch wichtiger werden in der täglichen Arbeit. Also ein wesentlicher Kern, und hier habe ich einfach nur ein Beispiel herausgezogen, ist, dass bestimmte Belastungsarten einfach auch ein Stück weit neu definiert wurden und nochmal geklärt wurden, wie die Definition beispielsweise in Abgrenzung zur Bewegungsarmut, hier haben wir vor uns die Körperzwangshaltung, zu sehen ist. Also wenn jetzt die Kolleginnen und Kollegen dort vor dem Bildschirm sitzen, auch die Kolleginnen aus der Moderation, die sitzen also jetzt irgendwie schon ziemlich fixiert, ist das schon Körperzwangshaltung oder ist das noch bewegungsarmes Arbeiten? Ja, und das ist für Sie wichtig, weil denn natürlich auch die Beschwerden von den Kollegen vor Ort kommen, also von den Beschäftigten sagen, ah, ich sitze dauernd und das ist insbesondere dann schwierig, wenn Sie zum Beispiel Lkw-Fahrer haben oder Personal, das in der Steuerung tätig ist. Körperzwangshaltung beispielsweise kann aber auch bedeuten, dass Sie längere Zeit den Arm oder die bestimmte Körperhaltung einnehmen und das führt dann halt dazu,
dass sie am Ende des Tages wesentlich belastet sind. Zum Beispiel im Friseurhandwerk, wenn da die Kollegin die Hände den ganzen Tag hochhebt, um die Haare zu schneiden, dann ist es nicht nur ein manueller Arbeitsprozess, sondern auch eine Körperzwangshaltung. Und das ist belastend und das gilt es ja einfach auch festzustellen und genau zu benennen. Das ist ein wichtiger Punkt. Merkmale der körperlichen Belastung, die sind jetzt auch für Fachkollegen nicht so sonderlich kritisch. Das sind vor allem die Kräfte, die wir aufwenden, die Gewichte, aber auch, wie schon gesagt, die Körperhaltung. Das kann halt auch die Körperhaltung beim Heben und Tragen sein. Das wissen wir alle. Wenn wir den Karton direkt am Körper tragen oder ein paar Zentimeter weiter weg, dann wird es halt anstrengender. Und gleich ist es jetzt, was neu dazugekommen ist, Bewegung. Das war ja immer auch zunächst verbunden, beispielsweise mit den Klettern auf Windenergieanlagen, Masten. Aber es ist auch der Paketbote oder die Paketbotin, die dann von Haus zu Haus laufen. Und wie schon gesagt, da ist die Grenze der gesunden Bewegung leicht erreicht und dann muss man das halt doch noch mal sauber im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung bewerten. Wichtig ist hier halt dann auch die zeitliche Taktung und die Anteile. Also wenn die Kollegin, wie eben gerade zum Beispiel, kurz aufgestanden ist, einen Zettel geholt hat, in dem Moment ist das natürlich eine Ausgleichsbewegung, das ist wunderbar, sollten wir öfter machen und insofern durchbricht das quasi die Zwangshaltung auch an der Stelle und das führt aber zu Schwierigkeiten in der Beurteilung, die, das muss man ganz ehrlich sagen, an der einen oder anderen Stelle noch nicht hundertprozentig gelöst sind. Also da sind immer noch, ich will mal sagen, offene Fragen, wie man gemischte Bewegungsabläufe gut definieren kann, also mit verschiedenen Bewertungsanteilen. Aber auch da sitze ich ganz alleine. Wenn ich also jetzt die Belastung definiert habe, dann komme ich auf das Risikokonzept, was dahinter steht. Und das Risikokonzept ist erstmal, bildet sich dadurch ab, dass man sagen muss, dass die Belastung vor Ort nach dem Belastungs- und Beanspruchungsprozess jeden am Arbeitsplatz unterschiedlich treffen kann. Das kommt natürlich auf der einen Seite auf die objektive Belastung an, auf der anderen Seite natürlich auch auf die Prädisposition der Beschäftigten. So, da kann es sein, dass, wenn wir jetzt schauen, wie Belastung am Arbeitsplatz ist, dass immer mehr und mehr Beschäftigte unter Umständen sich durch die Belastung am Arbeitsplatz, dass sie dadurch erkranken. Das trifft nicht unbedingt alle, denn am Ende des Tages, es gibt dann auch immer die Menschen, Survival of the Fittest, die sich dann nach einer bestimmten Ausprägung immer noch fit und gesund fühlen. Aber durchaus bei hohen Belastungen kommt es einfach häufiger vor, dass Menschen zeitweise arbeitsbedingt erkranken oder auch tatsächlich in die Chronifizierung gehen. Wenn man dieses Farbkonzept sieht, dann versucht man das natürlich irgendwie in Risikomodellen auch abzubilden mit diesem Ampelprinzip. Das ist nicht ganz trennscharf an der Stelle und man muss auch ganz klar sagen, es gab über 160 verschiedene Screening-Modelle, die es auch heute immer noch gibt und die auch teilweise noch gut begründet sind, dass es sie gibt. Also ich will jetzt auch gar nicht verdammen, aber im Prinzip gibt es da unterschiedliche Methodendarstellungen. Und in dieser Welt ist natürlich die Frage, ob es uns nicht gelingt, Handlungsbedarf in einer Ampelphase noch etwas besser zu definieren, also dass man sagt, das ist sicher rot, das ist sicher nicht gefährdend, das ist sicherlich sicher gefährdend, also rot. Und das sind Bereiche, wo eine Gefährdung je nach Prädisposition vorhanden sein kann, ja oder nein. Und das ist also das, wo wir denn den Handlungsbedarf identifizieren. Und natürlich wollen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort unter Umständen ganz klare, einfache Entscheidungsmuster haben und die können wir an der Stelle vielleicht auch nicht für jeden und immer bieten. Also wir, im Prinzip ist das, was Sie hier als Viererskala sehen, ist denn auch so abgebildet worden im gesetzlichen Rahmen. Und zwar entwickelt sich dieses vierstufige Risikokonzept, was im Prinzip ja auch schon vorher in den Leitmerkmalmethoden verankert war. Aber das hat jetzt nochmal andere Maßstäbe, ein bisschen andere Begriffe. Und wie schon gesagt, das Wichtige ist, es ist abgestimmt. Also das heißt, Länder, Bund und Unfallversicherungsträger reden über das Gleiche. Und ich kann Ihnen auch soweit sagen, es geht rein bis in die Rehabilitation, dass auch hier die neuen Handlungsempfehlungen die ähnliche Begriffswelt aufnehmen. Also hier sehen Sie die Quelle, die AMR 13.2, also es ist jetzt schon gesetzlich verankert mit dem Screening-Verfahren und Sie sehen hier diese vierstufige Skala mit gering belastet, also das ist eine unwahrscheinliche Erwartung von körperlicher Überbeanspruchung und die mäßig erhöht, wesentlich erhöht und hoch. Also das sind die vier Kategorien und dahinter steht quasi denn die Wahrscheinlichkeit mit den entsprechenden Maßnahmen. Und ich habe Ihnen mal eine Maßnahme mitgebracht. Also wenn Sie in den Bereich der 2 kommen, also diese Risikokategorie 2, dann muss der Arbeitgeber eine Wunschvorsorge
den Beschäftigten ermöglichen. Wunschvorsorge bedeutet an der Stelle, dass sie, wenn der Versicherte, also der Beschäftigte an der Stelle, schon, dass ich mal Versicherte sage, aber der Versicherte dort vermutet, dass die körperliche Belastung durch die Arbeit verursacht hat, er eine Wunschvorsorge in Anspruch nehmen kann. Die anderen Risikokategorien sind mit einer Angebotsvorsorge zu versehen. Und Maßstab übrigens für diese Kategorisierung ist ein Screening-Verfahren. Da will ich Ihnen auch noch mal kurz zeigen, wie das aussieht. Es gibt hier zwei verschiedene Screening-Verfahren, die inhaltlich abgestimmt sind. Also Sie können das nehmen, was Ihnen am besten gefällt. Obwohl ich von der Unfallversicherungsträgerseite komme und da mögen mir die Kolleginnen und Kollegen, die ich sehr schätze, verzeihen. Ich finde das Bauerverfahren etwas einfacher im Einstieg, während das DGUV-Verfahren für mich etwas informativer ist, aber das ist so meine persönliche Meinung. Und da kann jeder seine persönliche Meinung zu entwickeln und auch anwenden. Auf jeden Fall gibt es hier zwei Grobscreening-Verfahren, die auch in der AMR verankert sind, die Sie anwenden können. Die sind gerade noch in der finalen Testung, also die sind schon teilweise jetzt am Markt. Aber es kann sein, dass das noch mal ein bisschen geruckelt wird. Auf jeden Fall haben Sie dann, wenn Sie diesen Basischeck gemacht haben, also diese Belastungsarten erkannt haben und die erhöhten Belastungen erkannt haben, haben Sie sozusagen für sich in der Gefährdungsbeurteilung schon mal den ersten Ansatz, eine Gefährdungsbeurteilung, also um Maßnahmen zu entwickeln. Und das ist eigentlich ganz gut. Es ist ein komplexes, multikausales Verfahren, wo wir mit dem Muskel-Skelettbelastung sind. Und das hat man versucht zu vereinfachen. Und ich glaube, wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, dann ist das ja auch schon mal erledigt. Und dann ist das, glaube ich, handhabbar. Es ist jetzt nicht immer noch nicht das ganz super einfache Verfahren, aber ich glaube, das geht an der Stelle noch nicht. Das Gleiche gibt es von der BAUA, also von der DGUV natürlich, die 208033, die kennen Sie vielleicht. Das ist die Schrift Muskel-Skelettbelastung erkennen und beurteilen. Da ist noch ein bisschen mehr dran, aber da gibt es auch noch eine Checkliste drin. Und diese Checkliste, die hat noch mal ein bisschen mehr Zahlen an der einen oder anderen Stelle, noch mal ein bisschen anderen Schwerpunkt, aber die ist inhaltlich gleich abgestimmt. Das ist vielleicht das Wichtigste. Der Ausblick, was machen wir? Also erstmal wird es so sein, dass wir, das hatte ich ja gerade gesagt, Sie sind jetzt mit diesem Screening-Verfahren konfrontiert mit der AMR 13.2 und das ist sicherlich für Multiplikatoren ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber an der Stelle gibt es natürlich auch noch was für die betrieblichen Akteure, weil die wollen sich nicht durch noch so einfache Screening-Verfahren durchwühlen. Die wollen vielleicht erstmal wissen, sind sie belastet oder nicht. Und da gibt es sogenannte Beurteilungshilfen, die werden gerade entwickelt. Das bedeutet, am Ende des Tages würden wir einem Friseurbetrieb zum Beispiel sagen, typischerweise stehst du ein bisschen lange, hast die Arme ein bisschen zu lange oben und hast durch die manuellen Arbeitsprozesse eine, wie auch immer, geartete Belastung, die wahrscheinlich irgendwie zwischenmäßig und wesentlich erhöht sein wird. Und das würden wir dem sagen und dann würden wir auch sagen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Hier würde zum Beispiel in dem Bereich eine arbeitsklinische Vorsorge anzubieten sein. So, und das ist etwas, was gerade läuft. Und das andere ist, dass wir natürlich dann zu dem Thema, was ich gerade vorgetragen habe, natürlich noch Qualifizierung für betriebliche Akteure anbieten wollen. Das ist noch ein bisschen in der Zielgruppenabstimmung. Die Beurteilungshilfen hatte ich gerade erwähnt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit in der kommenden Zeit. Die Aktivität mit den Kooperationspartnern. Das bedeutet, bei uns im Programm sind natürlich auch die Sozialpartner und Krankenkassen und Verbände drin. Damit denen wollen wir auch zusammen die Themen nach vorne bringen. Und am Ende wollen wir natürlich die ganzen Dinge über Top-Belastung. Also das heißt, wir wollen bestimmte spezifische Belastung als Standards in die Fläche bringen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges Thema, wo wir gerade am Anfang stehen mit einem Projekt in der Pflege. Also das sind so die wichtigsten Dinge, die ich Ihnen heute vorstellen wollte. Und wenn Sie Fragen haben, immer gerne. Ich bin auf jeden Fall jetzt für Sie da.